Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ich habe seit der letzten Aufnahme zwei weitere Mondmissionen geflogen, erfolgreich. Und ihr seht schon, wir sind bei 307 Wissenschaftspunkte und die werden wir jetzt gleich mal einsetzen. Und zwar hätte ich gesagt, dass wir... Hier gibt es die guten, schönen, größeren Satelliten, Lichtanlagen, Dingsanlagen. Wäre eigentlich schlau, ne? Jetzt gucken wir erstmal mal. Hier gibt es einen Klempertron, wäre auch schlau. Aber was hier auch gut ist, hier gibt es die Capsule MK2 für zwei Personen. Wir sind nicht mehr allein unterwegs. RCS, Mechjab gibt es und eine Landebüchse. Hier gibt es größere Fallschirme, ein Dragon Heat Shield. Ah genau, ich habe zwei neue Mods installiert. Der eine ist hier zum Beispiel, wie hieß der? Ich hab's vergessen. Da hast du halt mehr Landemöglichkeiten, auch sowas wie die Falcon zum Beispiel. Deswegen ist hier gleich auch das Dragon Heat Shield dabei. New Shepard Landing Legs. Ein bisschen was, um unsere halt Reusability oder beziehungsweise auch die Raketen abstehen zu lassen, besser macht. So, was kriegen wir denn hier? Kriegen wir neue Treibwerke? Hier gibt's auch noch ein paar Triebwerke. Das könnten wir uns anschauen, warte mal. Also hätte ich gerne 90. Also die hätte ich unglaublich gerne für Satelliten. Ja, da müssen wir uns jetzt entscheiden. Nehmen wir die hier? Oder neue Antriebssysteme? Landing Engines. Oh, Orbital Manövertriebwerke. Die haben natürlich auch was für sich, ne? Feststoff und die Ameise, die interessiert mich ja. Wie groß ist sie? Was ist das? Ein Triebwerk für Ameisen? Alles könnte für eine Landung cool sein. Im Vakuum hat es 2 Newtonmeter. Das ist 120. Okay, ja. Aber für kleine Sachen bestimmt gar nicht doof. 20 Newtonmeter. Da muss man jetzt überlegen, ne? Weil. Das ist auch wieder so. Ha, hätte ich gerne. Hier ein Startrettungssystem, falls am Anfang was schief läuft, können wir das verwenden. Aber natürlich, nicht auch unbedingt immer so gut. Fahrwerk klein, wäre natürlich auch nicht schlecht. Ach komm, wir nehmen das hier nicht in das radiale Stabilisationssystem, das macht um einiges einfacher. So, weil ich glaube, das hier können wir uns auch jederzeit holen. Das ist jetzt nicht das größte Problem, dass wir ein paar andere Triebwerke haben. Aber, sag mal, das hier war für mich jetzt essentiell irgendwie. Ah ja, wegen der Facecam, die ihr jetzt hier seht, ne? Der Fehler mit, dass das Down aufklingt, ich weiß noch nicht ganz genau, woher das kommt, weil es vielleicht über meine Tastatur läuft oder sowas, muss ich mir noch anschauen. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen Technik und die muss ich mir erst besorgen. Also bitte Geduld. Um das zu kriegen, um die ganz großen Kapseln hier mit Kapazität 3 zu bekommen, brauchen wir 180 Punkte schon mal mindestens und dann nochmal 160. Lecker Schmecker. Hier kriegen wir dann... was ist das? Basketball, was? Der crazy. Was ist das? Snacks. Druckbehälter riesig. Ah, da gibt es noch die Druck... Und mobiles Forschungslabor. Das wäre für längere Missionen natürlich auch praktisch. Aber jetzt sollten wir erstmal uns um die nächste Mission kümmern. Und das wird jetzt erstmal einen Satelliten hochschicken und den müssen wir jetzt erstmal designen. So fängt's an. Wir müssen erstmal den Satelliten designen. Das ist ein Probe Core. Schaust irgendwie anders aus. Oh, okay. Hätten wir noch sonst eine Station Core? Oho, warte mal, hä? Was bist denn du? Bear. Oho. Interessant. This low-tech pier provides a place for running a small station and controlling local probes can be manned by up to 2 Kerbals. This is comfy. Okay.
Aber wie es scheint, haben wir... Na doch, wir haben den Probe-Core zum Beispiel noch. Ich habe eine Idee, Leute. Haben wir schon neue Landungsbeine? Oh, ist das schon wieder daneben gedrückt. Wo waren denn die Landungsbeine wieder? Also entweder... Nein, haben wir nicht. Ich hätte sonst die geile Idee gehabt, dass wir ein richtig geiles Triebwerk bauen. Und das versuchen wieder zu landen. Okay, nee, dann können wir einfach nur unser Schiff designen. Und da hätte ich jetzt eine ganz, ganz tolle Idee, wenn ich herausfinde nochmal. Genau, wir haben ja diese Teile jetzt zum Beispiel hier. Sind die gleich groß? Ja, sind sie. Aber vielleicht ist da dann... Receive, Transmit. Ah, kann... Was jetzt mal? Nein, aufmachen. So. Und da rein setzt man nämlich Batterien. Warte mal. Das machen wir jetzt wie folgt. So. Wir bauen jetzt hier was richtig Cooles zusammen. Und dich müssen wir nach... Nein. Ey! Cool, dass man die abändern kann mittlerweile. Aber ich will hier erstmal rein, weil hier kommen noch Batterien tonnenweise rein. Weil das Teil braucht dezent viel Batterien für die Mission, die jetzt kriegt. Ah, wo ist er denn? Batterienhaufen, der hat 400... Holy shit, ist das Teil riesig. Ist vielleicht ein bisschen cheaty, aber ja. Ups. Aber irgendwie müssen wir ja auch hier schauen, dass wir... ...die Batterien dran kriegen. Wie viele Batterien hatten der jetzt? Also ein so ein Teil hat 400 Strom. 400, 800, 1600... 3200 Stromspeicherkapazität hat der aktuell. Ja, da gibt es andere Punkte auch noch. Warte mal. Ich muss den richtigen Punkt... Alter, das ist richtig hardcore. Warte mal. Alter, was ist das? Warte mal. Komm schon. Nee, das passt auch nicht. Warum hatten wir jetzt zwei Ansatzpunkte? Oh mein Gott, ich weiß, für was das ist. Oder? Sicher. Ich mach jetzt mal... Warum ist es so schwer, dass... Dann hat man es ruhig und dann nimmt das nicht. Jetzt hat er das. Und dich auch noch da dran. Das ist jetzt aber... Oh, das ist ja... Das ist wie ein Herz operieren. Das schon, es ist aber grün, bis ich klicke. Bis ich klicke, bleibt es grün und dann ist es weg. Alter. Dann halt ein grüner Punkt, aber nie kann. Geht doch nicht das, was ich vermutet habe, wahrscheinlich.
Oder kann ich da drin... Oh ja, warte mal, kann ich... Sicher, oder? So. Ich hab den Trick. Kann ich dann SIS-Modul reinsetzen oder ist das das große SIS-Modul? Kleines SIS-Modul, nein, das geht da rein. Perfekt, dann haben wir ein SIS-Modul drin verbaut. Dann können wir rein theoretisch auch ein bisschen Monotreibstoff. Das ist doch Monotreibstoff, oder? Da haben wir so ein ganz ein kleines Tankchen. Wo sind die ganz kleinen Tanks? Ich sagte klein. Die Größe. Die Anfangsgröße bräuchte ich. Mann. Dragon Fuel Tank. Warum kriege ich jetzt einen Dragon Fuel Tank? Monotreibstoff, guck mal. Das hat aber auch irgendwie was. Mann, ich will's cool haben. Komm, gib mir doch irgend so einen kleinen Teil. Den kann ich nicht verändern, Mann. Zu groß. Zu groß. Lass ich raten, die Teile sind alle so groß. Oh. Keine Mini-Antreibstoffe, Dings da. Alter, was sind das? Huch. Halt, nein! Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Ja, ist ja wurscht. Ich will nur diese blöden Teile entfernen, meine Güte. Dann machen wir unten das Ding zu. Silverfoiled aber. Und dann kommen jetzt die dementsprechenden Sachen dran. Ich glaube, eine Fairing haben wir ja noch nicht, ne? Nee. Dann brauchen wir nämlich Energy. Energy. Und da würde ich die gerne die neuen Module verwenden. So, und das fahre ich nach oben. So, passt. Der kommt hier hin. Hä? Es geht irgendwie viel zu leicht zu platzieren. Das macht mir gerade irgendwie Sorgen. Warum geht es nicht so genau, wie ich es gern hätte? Mann. Alles uncool hier. Hm. Oder wir setzen dich halt wirklich so auf die Höhe. Dann kriegt er noch ein Hitzeschild. Ja, okay, vielleicht sind die ein bisschen groß, die Schilder. Okay. Du brauchst keins, fertig aus. Wenn ihr ausgefahren seid, wir tun mal die Qualität auf hochstellen. Ja, fürs Erste wird so ein kleiner Satellit doch das aushalten, oder? Ich hätte gern bloß endlich mal einen Satelliten, der für uns die Erde und den Mond mappt. Und vielleicht auch ein bisschen Datentransferation auf dem Mond machen kann. Also das ist Precision Height Radar. Das ist genau das Modul, was wir brauchen. Das bauen wir gleich mal schön ein.
Klack. Oh, das fügt sich auch super ein jetzt. Okay. Ist auch keinen festen Punkt, wo es hin kann, oder? Ups. So war jetzt auch nicht unbedingt der Plan. Und dann noch mal ein bisschen nach oben. Da bräuchte ich echt teilweise so ein richtiges Precision-Teil, weil so kackt schaut das kacke aus. Okay, was ist, wenn ich es doch seitlich platziere? Hier so. Ja, aber schaut besser aus. Es ist auch schräg, mein Gott. Warum ist denn das schon wieder schräg? Nick schräg hier, gerade. Besser, so. Das ist jetzt mal unser Satellit, würde ich sagen. Ah, nee, der braucht noch eine Verbindung. Der wird einfach hier so schräg abgespitzt geschmissen. So. Das ist die Radarstation. Dann brauchen wir jetzt einen Decoupler. Decoupler Dines. Ist das der größte oder ist das der kleinste? Fragezeichen. Oh, das ist der kleinste. Und der bringt das Teil dann nach unten. So. Ich will es trotzdem probieren. Da kommt jetzt so ein Teil dran. Und dann dazwischen kommt eine Space Probe. Eine kleine, aber feine. So, und da kommt dann noch ein bisschen Energie dran. Mal 4. Jetzt haben wir zur Reaction Wheel das. Und dann kommt... Ich hätte es gern... Wir versuchen es heute mal wirklich in einem Booster hochzuschicken, weil es ist ja nicht viel Payload. Es muss halt ein großer Booster werden mit viel Power. Und wir versuchen ihn dann trotzdem zu revivalen. Deswegen ist jetzt auch diese Schicht dran. Der braucht auch mindestens einen kleinen... Was die Leute unter klein aber fein verstehen. Einen kleinen, den wir anbauen können, so. Und dann gibt es schon die Triebwerke. Aber natürlich muss das alles ein bisschen größer werden. Dementsprechend, dass der anpacken kann. Ich würde gerne schauen, dass wir wirklich auf 100% Recoverability kommen. Also wieder Usage. Also das sollte doch für direkt Teil sollte das locker reichen, denke ich, oder? Und jetzt gehen wir zu den Triebwerken. Teil hat wahrscheinlich Power, aber ist nicht cool. Vier von euch hier zum Beispiel verbauen geht das. Ohne dass ihr euch gegenseitig umbringt. Könnte sich ausgehen. Ihr fresst wahrscheinlich den Treibstoff, ne? Bin gespannt, ob das funktionieren könnte oder nicht. Wiedereintritt wird vor allem immer spannend. 5000 MS reicht aber, glaube ich. Sind noch unsere Landungsbeine anschauen, ob die überhaupt dafür geeignet sind. Ah, schon wieder daneben geklickt. Kurzer Fix.
So. Landungsbein. Ja, unsere Beine sind nicht... Ja. Das mit der Landung mit Beinen können wir vergessen auf jeden Fall. Was wir dran bauen können, sind bewegliche Triebwerke. Zum Gegensteuern. Und hier oben 4 große Solarpaneele fürs Docken. 5000 ms pro Sekunde, das ist ordentlich. Ich muss kurz was probieren, ne? Ich hatte nicht schon eine Idee. Was cooler ausschauen könnte und für die Landung auch einfach ist. Wenn wir die wegnehmen. Die haben ja nicht so viel Thrust. Aber wir haben dann noch die kleinen. Die hier. Nee, warte mal. Die haben ja auch genau diesen Modus. Und dann... Hier so. So. Und in die Mitte noch eine. Genau gleich. So. 4900 plus. Huh. Ich glaube auch nicht, dass die... Obwohl, das probieren wir jetzt einfach mal. Das ist die Satellite... Leiter Baruna. Würde ich es mal nennen. Speichern. Let's try this. Ich habe absolut keinen Plan, wie gut das Ding fliegt oder ob es überhaupt fliegt. Aber wenn die Satellitmission funktioniert, können wir direkt einen auch zum Mond schicken. Obwohl, dafür brauchen wir eine Extra-Stage. Da werden wir oben noch ein ganz kleines Stück drauf basteln müssen, der den Transfer dann zum Mann macht. Let's try this. Vor allem ist es die erste Satellitenmission. Ich hab's vermutet, Leute. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.